zurück hier beim Hochschulsport Oldenburg. Heute geht es um das dynamische Dehnen mit Marile und Max. Bei dieser Übung zielen wir darauf ab, dass wir wieder Beinbeugemuskulatur, Wadenmuskulatur beanspruchen. Wir haben jetzt hier so eine Bewegung drin, bei der man mit dem Stützarm auch noch leichten Druck ausüben kann. Und alternativ könnten wir bei dieser Übung auch noch eine statische Belastung erzeugen, indem wir in der Position verharren. Zum Dehnen der Schulter-Nackenmuskulatur einmal den Kopf auf eine Seite der Schulter legen und die gegenüberliegende Hand zum Boden ziehen, sodass eine Spannung auf der Schulter-Nackenmuskulatur liegt. Den Kopf langsam über die Brust abrollen zur gegenüberliegenden Seite und das Gleiche noch einmal machen. Bei der nächsten Übung starten wir im Schneidersitz. Wandern langsam mit den Händen und mit dem Oberkörper nach vorne Richtung Boden. Wir dehnen hierbei den Adduktorenbereich auf und der untere Rücken bekommt eine starke Streckung. Für die nächste Übung stellen wir uns etwas breiter als die Hüfte auf. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen und mit den Händen wandern wir langsam an einem Bein herunter und wandern auf dem Boden zu dem nächsten Bein. Dadurch wird die gesamte rückwärtige Muskulatur bis in den unteren Rücken aufgedehnt. Bei dieser Übung greifen wir uns ein Hilfsmittel dazu, hier in diesem Fall einen Stuhl. Das kann man natürlich auf der Stuhlsitzfläche machen, je nachdem wie fortgeschritten man ist. Wir achten darauf, dass das Standbein schön gerade auch eingedreht ist, die Hüfte ist schön nach vorne gerichtet. Wir haben hier eine dynamische Bewegung da drin und alternativ könnte man auch das Standbein etwas ausdrehen und dadurch jetzt statt Beinbeuger ein bisschen mehr die Adduktoren mit beanspruchen. Die nächste Übung ist eine Kombiübung. Hierzu ziehen wir das Handtuch weit nach außen und führen es hinter den Kopf bis nach unten zum Po, schön langsam. Dabei wird die Brust aufgedehnt, den Bauch schön auf Spannung bringen und gerade dabei stehen.